So. Wir haben Siegfried besiegt. Er ist unfassbar. Es fällt mir nicht leicht, aber ich muss mich der Stärke deiner Pokémon beugen. Du bist wahrlich ein meisterlicher Pokémon-Trainer. Du gewinnst 11.000 Pokédollar. Vor allem, der klatscht die ganze Zeit und redet dabei. Das will ich auch können. Schwer zu glauben, dass sich mein Drachenheer an dir die Zähne ausgebissen hat. Damit bist du ab sofort du der neue Champ der Pokémon-Liga, Mario. Naja, nicht wirklich ab sofort. Denn bevor ich dir zum Titel gratulieren kann, wartet noch ein letzter Gegner auf dich. Und zwar... Hallo... Was? Nicht Professor Eich. Mario. Mario, mein lieber Scholli. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg über Siegfried. Das war echt nicht ohne. Nanu, was schaust du denn so verdutzt aus der Wäsche? Haha. Haha, perfektes Timing, Professor. Mario, dein letzter Gegner im Kampf um den Titel des Champs ist... Professor... Was? 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 Ich wollte gerade Herbert sagen und dann hieß es, da stand der Professor Eich und ich war einfach mal so verwirrt. So, dein Gegner ist Herbert. Er war dir eine Nasenlänge voraus und hat uns die Top 4 bereits vor dir bezwungen. Momentan ist er der amtierende Champ der Pokémon-Liga. Ganz richtig. Bisher wurden Trainer nach dem Sieg über Top 4 einfach nur Champ gefeiert, aber ab sofort wird der Champ auch zu einem offiziellen Teil der Pokémon-Liga. Ist klar. Weißt du, ich gewinne die Pokémon-Liga und 2 Minuten vorher werden die Regeln geändert. Das ist auch der Grund, weshalb der Professor uns mit seiner Anwesenheit beehrt. Er möchte nämlich den Krönung des neuen Champs höchstpersönlich beiwohnen. Und wer würde sich für diesen aufregenden Zweikampf um den Titel besser eignen als Mario und Herbert? Immerhin habt ihr beide Team Rocket das Handwerk gelegt. Nun denn, es ist soweit. Stürze dich in den Entscheidungskampf. Ja, Herbert ist 5 Minuten im Amt. Wir heilen nochmal die Pokémon. Vor allem Herbert mit seinem Billig-Pokémon, ne? Also es wurden insgesamt 4 Pokémon bei den ganzen Top 4 bisher besiegt. Ich habe dann 5 Tränke gebraucht. Was setzt er wohl als erstes ein? Der hat seinen Reitschuh, hat der. Sie hat einen Tauboss. Nun, Dennis, ist soweit. Stürze dich in den Entscheidungskampf. Ich bin schon gespannt, wie stark ihr zwei inzwischen geworden seid. Ja, komm her, Professor. Alter, wie er seinen Pokéball wirft, als wäre das hier Gary, ne? Mario, ich bin froh, dich hier zu treffen. Ich hab's geschafft, ich bin die Top 4... Was? Ich hab die Top 4 besiegt und bin jetzt der neue Champ. Du erinnerst dich auch sicher noch an das, was uns der Professor erzählt hat, oder? Als frisch gebackener Champ muss ich mich jetzt in der Pokémon-Liga jeder Menge Trainer stellen, um meinen Titel zu verteidigen. Du weißt gar nicht, wie froh ich bin, dass du mein erster Gegner bist. Es gibt keinen Trainer, dem ich lieber zeigen will, wie weit ich es gebracht habe. Zeit für den Titelkampf, Mario. Jetzt geht's rund. Let's get ready to rumble. Champ Herbert fordert dich heraus. Ne, eigentlich fordere ich ihn heraus. Da ist ein Fehler drin. Aber ich hätte doch mit Evoli anfangen sollen. Egal. Was? Ich habe noch nie einen Mega-Tauboss gesehen, muss ich ehrlich gestehen.
Ist jetzt auch nicht so der Brüller, ne? Ja, galaktischer Keks. Gott, sieht das scheiße aus. Denke ich mir auch. So, Psychokinese habe ich bald nicht mehr. Aber wir haben schon zwei Pokémon von Herbert besiegt. Pokémon wechseln. Galoppa. Mein kleines Evoli. Evoli ist viel stärker dagegen als Lapras. Oh, es lebt ja noch. Doch, doch. Das geht easy. Knogger, wir kämpfen auch noch weiter. Wow, das zieht ja mal fast gar nichts, obwohl das sehr effektiv ist. Was kann das Knogger eigentlich? Das heult wohl immer noch wegen seiner Mutter. Pokémon wechseln. Jetzt kommt das Nidoking. Als letztes Pokémon nicht Turtok oder so. Turtok? Und Lamus. Was setzen wir gegen Lamus ein, Freunde? Bleibt im Prinzip nur Evoli. Oder Kokowai. Kokowai ist eine gute Idee. Ist zwar ein bisschen underlevelt, aber eigentlich sollte das reichen. So, noch zwei Attacken, dann ist das Lamus auch down. Mein Kuck weiß jetzt nicht mal overlevelt, also 7 Level drunter sogar. Ach komm, jetzt kommt er mit Top-Genesung an. Als ob das dem was helfen würde. Oh, ich bin der Champ. Ich setze mal Top-Genesung ein, weil ich es ohne Tränke nicht schaffe zu besiegen. Sehr effektiv, ja komm.
Ja, also die Leute, die gesagt haben, ich kann das ruhig machen hier schon und in die Pokémon-Liga gehen, ohne weiter zu trainieren, die hatten durchaus recht. Hätte ich mich ganz klug angestellt, hätte ich es vielleicht sogar geschafft, ohne dass ein Pokémon totgegangen wäre. Aber gut. Ach. Ach. Ach, hör doch auf. Ich würde mich verarschen. Kicks, bist du noch da? Okay, das war's. Keks, bist du noch da? Warte mal, Keks. Wobei, es ist nicht ganz perfekt. Ist Mayonnaise auch ein Instrument? Nein, Patrick, Mayonnaise ist kein Instrument. Meerrettich ist auch kein Instrument. So, das war das Schlusswort für den Champ. Okay, ich geb's ja zu. Mein, du bist der stärkste Trainer der Welt. Ich war jetzt 5 Minuten Champ. Jetzt darfst du gerne Champ werden, weil ich bin einfach mal zu doof. Oh Mann, das war's so mit meinem Siegeszug durch die Pokémon-Liga. Jetzt bist du der neue Champ, Mario. Es hat zwar nicht lange gedauert, bis du mich vom Thron gestoßen hast, aber immerhin habe ich jetzt ein neues Ziel, auf das ich hinarbeiten kann. Dich zu besiegen. Mario. Herzlichen Glückwunsch, du bist der neue Champ der Pokémon-Liga. Du hast viel dazu gelernt, seit du dich damals mit Evoli auf den Weg gemacht hast, um den Pokédex zu vervollständigen. Aus dir ist ein erfahrener Trainer geworden, ich bin sehr stolz auf dich. Herbert, auch dir gilt meine aufrichtige Anerkennung dafür, dass du bis zuletzt gekämpft hast und immer der Schlechtere von beiden warst. Und nicht einen Moment daran gedacht hast, das Handtuch zu werfen. Als ich dir beim Kampf über die Schulter gesehen habe, war für mich ganz deutlich zu erkennen, wie sehr dir die Pokémon und Mario am Herzen liegen müssen. Ich fürchte, deshalb hast du dich zu sehr zurückgehalten. Was? Deine größte Stärke hat sich in diesem Kampf also möglicherweise als Schwäche erwiesen. Und wie dem auch sei, ihr beide habt wirklich einen hervorragenden Kampf abgeliefert. Danke, Professor. Mario, du hast verstanden, dass dein Sieg nicht allein dein Verdienst war, ja? Deine unvergleichliche Beziehung zu deinem Pokémon hat dich damit gebracht, dahin gebracht, wo du bist. Na gut, dann komm mal mit. Herzlichen Glückwunsch, Mario. Das hier ist die Ruhmeshalle, in der alle Champs der Pokémon-Liga sowie ihre Pokémon für ihre Heldentaten ausgezeichnet werden. Wenn ein Trainer mit seinem Team in die Ruhmeshalle anzieht, werden ihre Namen bei einer feierlichen Zeremonie hier verewigt. Mario, du hast hart gekämpft, um die Herausforderungen der Pokémon-Liga zu bestehen. Um das zu würdigen, wirst du jetzt auch du zusammen mit deinem Pokémon hier verewigt. Bei mir ist man da total alleine, ne? Ohne irgendwelche Freunde, Bekannte etc., ne? Ja, gut. Also, klar, man hat die Pokémon als Freunde, aber ich stelle mir so eine Top 4 und Ruhmeshalle eigentlich geiler vor. Ah, jetzt kann ich mir Simsalanit kaufen, damit Simsalan noch härter wird. Ja, das war Pokémon Let's Go Evoli. Wir haben alle Ohren geholt. Wir haben die Pokémon-Liga geholt. Wir haben, ich glaube, 133 Pokémon oder 134 Pokémon schon als Gefangene registriert. Und wir sehen jetzt die Credits. Aber für diejenigen, die das Spiel schon kennen, ihr wisst ihr bestimmt, dass es noch weitergeht. Wir müssen noch Mewtwo fangen, wir müssen noch alle 150 Pokémon fangen und wir werden danach nochmal alle Arenen besiegen.
die dann mit stärkeren Trainern ausgestattet sind. Und noch einmal die Top 4 besiegen, die dann angeblich auch noch stärker sind. Ja genau, Fanny, der richtige Evoli-Knull-Action fehlte auch. Da hast du auch recht, das hätte man ein bisschen schöner gestalten können. Das sieht gerade so ein bisschen aus, wie da ging uns das Geld aus. Also das hätte man deutlich süßer machen können. Weißt du, sonst Evoli springt irgendwo hin, begrüßt Pokémon, keine Ahnung was. Und da hätte man auch eine Szene einbauen müssen. Oder irgendwie wie so Erinnerungen nochmal als Rückblende mit reinbringen können oder wie auch immer. Das sieht echt ein bisschen aus, als ging denen das Geld aus. Oder die Zeit aus, wie auch immer. Ah, da sieht man nochmal den Geist von Tragosso. Das war bei Team Rocket, als man den Schlüssel-Dings geholt hat, den Türöffner. Genau, der Geist von Knogger war das vorhin. Was haben wir hier noch? Dann haben wir es 14.11 Uhr. Ich bin gespannt, ob die Pokémon-Liga beim zweiten Mal durchmachen härter ist. Ob die auch steigt oder nur die Arena-Leiter. Ja, ist ja gut. Wie lange sind die Credits? Da Team Rocket, Giovanni. Es gibt ja, Theorien, dass Giovanni eigentlich der Vater von Ash ist. Weil es gibt auch Theorien, dass Professor Ash der Vater von Ash ist. Also es ist nicht so ganz bestätigt. Mach das, Keks. Guten Hunger dir. Guck, dass du wieder ausnüchterst und deinen Kater wegbekommst. Kennt ihr das, wenn man getrunken hat und dann ist das die erste Überwindung, was zu essen ist, immer die schlimmste. Wenn man dann einmal ein bisschen gegessen hat, geht es einem total viel besser. Aber die erste Überwindung, man denkt, man muss sofort kotzen. Ja, aber das mal nur so am Rande, wenn wir uns hier die Credits noch weiter reinziehen. Okay, du hast ja kein Problem, du hast schon gegessen, gut. Ach, guck mal, Evoli. Andy.